6:0 aus Sicht von Nürnberg 2. Ein echtes Spektakel für den VfR Garching und Ludwig Trefellner nach dem Rücktritt von Trainer Philipp Bönig. Ein echtes Debakel. Die Partie, ein Spiel in eine Richtung. In der 24. Minute leitet Kaspar Tengstedt das Spektakel ein. Der erste Treffer, aber nur der Beginn einer wahren Torflut. Nur 6 Minuten später hat Linus Rosenlöcher etwas Glück. Sein Schuss wird zum 2:0 ins Tor abgefälscht. Nach dem Trainerrücktritt nimmt die Chaoswoche beim VfR Garching ihren Lauf. Die Klupperer in Durchgang 1 nicht zu stoppen, selbst die Abpraller fallen wieder vor die Füße. Und wenn, dann steht der eigene Mann im Weg. Bei Rosenlöchers zweiten Treffer, zum Glück aber knapp hinter der Linie. Das Tor zählt und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Garching gefrustet, in dieser Szene hätte es gleich zweimal Elfmeter geben können. Klare Sache, Lukas Schleimer tritt an und verwandelt sicher. Mit 4:0 geht es in die Halbzeitpause. Zu Beginn des zweiten Durchgangs legen die Klupperer noch einmal nach. Alexander Fuchs mit dem 5:0. Der Schlusspunkt bezeichnend, VfR-Keeper Brenner spielt Aslan den Ball in den Fuß. Der macht das 6:0. Das halbe Dutzend voll. Der erste FC Nürnberg mit einer Gala-Vorstellung. Die Krise beim VfR Garching spitzt sich immer weiter zu.